Fast 6 Jahre nach Limbo lässt Playdead endlich den geistigen Nachfolger Inside vom Stapel. Und der hat's in sich, auch wenn auf den ersten Blick noch vieles vertraut wirkt. Auch in Inside steuern wir einen kleinen Jungen durch ein verstörendes, beklemmendes Puzzle-Jump'n'Run. Alles inszeniert in faszinierend düsterer Optik. Diesmal erkunden wir aber nicht die Hölle, sondern eine albtraumhafte Dystopie, in der das Kind auf der Flucht vor gesichtslosen Männern ist, in der Menschen wie willenloses Vieh abtransportiert und in Fabriken gebracht werden. Was dort mit ihnen passiert, soll hier natürlich nicht verraten werden, nur so viel, es ist verdammt unerfreulich. Wie eigentlich das ganze Spiel. Inside pfeift auf gute Laune und präsentiert sich von vorn bis hinten trostlos und deprimierend. Wer sich darauf einlässt, erlebt aber ein hochspannendes, brillant inszeniertes Abenteuer, das mit einzigartiger Optik, dramatischen Szenen und großartiger Spielbarkeit bis zum Schluss fasziniert. Inside ist trotz der schicken 3D-Kulisse ein 2D-Plattformer. Wir steuern den Jungen also meist von links nach rechts, drücken Schalter, verschieben Kisten, schwingen an Seilen, weichen Fallen aus oder klettern irgendwo rauf. Das geht dank der simplen, sehr präzisen Steuerung prima von der Hand, doch natürlich ruht sich Playdead nicht darauf aus. Wie in Limbo müssen wir auch in Inside massenhaft Puzzles lösen. Die meisten drehen sich darum, sicher von A nach B zu kommen. Ihre 3D-Engine nutzen die Entwickler dabei auch für solche schicken Licht- und Schatteneffekte, die in solchen Szenen zum Einsatz kommen. Hier müssen wir uns im Dunkeln an den Geschützen vorbeischleichen. Gekämpft wird nämlich nie. Wir können Inside weder prügeln noch schießen. Im Spiel arbeitet eine starke Physik-Engine, die sich in vielen Rätseln bemerkbar macht. Das ermöglicht intuitive Lösungen wie diese. Die meisten Aufgaben fallen aber ohnehin recht simpel aus, sodass sie nie den guten Spielfluss unterbrechen. Eine coole Neuerung gegenüber Limbo sind solche Szenen, in denen unser Junge einen Helm trägt, mit dem er andere Menschen kontrollieren kann. Für diese mehrteilige Rätselkette müssen wir zum Beispiel eine ganze Meute um uns scharen, um schwere Objekte zu verschieben. Klappt einwandfrei und kommt auch nicht so oft zum Einsatz, dass es sich abnutzen würde. Überhaupt sind die meisten Abschnitte wohl dosiert und nach ein paar Minuten gemeistert. Eine der längeren Passagen ist diese hier. Aus dem Hintergrund donnern tödliche Schockwellen ran, die sich nur durch die brillante Soundkulisse ankündigen. Da heißt es dann in Deckung bleiben, denn genau wie in Limbo stirbt man am laufenden Band. Dank fairer Checkpoints ist das zwar nicht schlimm, allerdings fällt die Sterbeanimation ziemlich heftig aus. Besonders, wenn das Kind von einem seiner Häscher erwischt wird. Ein Grund mehr, warum sich Inside definitiv nicht für empfindsame Naturen eignet. Neu sind auch die überraschend langen, toll inszenierten Wasserabschnitte. Besonders hier fallen die fabelhaften Animationen des Jungen auf. Außerdem nutzen die Entwickler das kühle Nass für ein paar ziemlich abgefahrene Puzzles, besonders gegen Ende. Aber das soll hier natürlich nicht verraten werden. Neben den Schwimmeinlagen stehen auch ausgedehnte Tauchgänge auf dem Programm, für die unser Junge ein kleines U-Boot durch die Tiefen der See steuert. Sieht dank feiner Lichteffekte unheimlich atmosphärisch aus und spielt sich hervorragend und intuitiv. Genau wie Limbo ist auch Inside im Grunde ein einziger gigantischer Level. Es gibt keine störenden Ladezeiten oder unnatürliche Unterbrechungen. Auch das trägt zu dem unheimlichen, soghaften Spielerlebnis bei. Hat man sich einmal auf Inside eingelassen, fällt es schwer, das Gamepad aus der Hand zu legen. Ständig überrascht es mit neuen, eindrucksvollen Kulissen, klugen Puzzles und verstörenden Ideen. Umso bedauerlicher, dass es so schnell wieder vorbei ist.
Wir haben Inside in etwas mehr als 3 Stunden durchgespielt. Damit kam es uns ein bisschen länger vor als Limbo, das aber auch deutlich günstiger war. Für Inside muss man dagegen 20 Euro hinblättern, das ist viel Geld für die kurze Spielzeit. Zumal sich der Wiederspielwert in Grenzen hält. Trotzdem ist es uns den Preis allemal wert. Mit seiner eindrucksvollen Inszenierung, seinem klasse Spielfluss und seiner zutiefst verstörenden Atmosphäre ist Inside eine echte Indie-Perle geworden. Ein würdiger Nachfolger zu Limbo, der sich schon jetzt zu den besten Spielen des Jahres zählen darf.